Es ist mir ein Anliegen, in dieser derzeitigen Situation in der Welt ein paar Worte dazu zu sprechen. Könnte sich der eine oder andere fragen, warum ist das überhaupt jetzt so, wie ein gewaltiges Unwetter über die ganze Menschheit gekommen? Diese Viren, dieses Corona, das die Menschen dahinrafft, viele Infizierten liegen schwer krank da nieder. Dazu möchte ich sagen, dass man sich mal bewusst machen soll, egal zu welchem Glauben man sich bekennt, ob jetzt christlich, buddhistisch, hinduistisch oder wie auch immer. Die Welt ist eine wunderbare Schöpfung, das ganze Universum, eine wunderbare Schöpfung eines hinter allem und zugleich allgegenwärtigen Geistes. Das ist der schöpferische Geist, allgemein in der Philosophie der Allgeist genannt. Buddhisten sprechen vom einen Geist. Christen können es auch den kosmischen Christus nennen. Hinduisten sprechen vom Brahman, die strahlende Wirklichkeit des göttlichen Seins hinter seiner ganzen Schöpfung, hinter allem. Und das, was aus diesem einen Geist hervorgeht, kann nichts anderes sein, als das, was ja im Grunde seines Seins selbst wirklich ist. Im Advaita Vedanta des Hinduismus spricht man von Sat Sit Ananda. Das heißt, reines absolutes Sein. Reine absolute Bewusstheit. Und absolute Liebe und Glückseligkeit. Da dem so ist, strahlt uns in der ganzen göttlichen Schöpfung die Herrlichkeit des göttlichen Seins entgegen. Und der Mensch hat die Obliegenheit und die Pflicht, diese Schöpfung zu halten, zu tragen, zu lieben und zu pflegen. Und bewusst mit ihr umzugehen. Doch schauen wir auf das, was in der Welt geschehen ist, gerade in der letzten Zeit. Wie der Mensch zum Beispiel in Brasilien den herrlichen Dschungel, brasilianischen Urwald ausgerottet hat, mit Feuer niedergebrannt hat, den dort lebenden Wesen, den Eingeborenen und den vielen, vielen Tieren unheimliches Leid zugefügt hat. Millionen von Tierarten sind dadurch verloren gegangen. Die herrlichsten Tiere, von denen vielleicht nur ein paar Exemplare, falls überhaupt noch welche existieren, und auch Pflanzen ausgerottet. Und der Rest der Menschheit schaut zu und tut nichts. Das ist gegen das Gesetz der göttlichen Liebe. Und wen wundert es dann, dass eben dann
dieser göttliche, im Grunde seines Seins eigentlich gnadenvoller Geist, eben durch das universelle Gesetz des Karmas, von Ursache und Wirkung, von dem ja heute bestimmt schon fast jeder gehört hat, eben durch dieses Gesetz zurückschlägt und den Menschen dadurch zur Besinnung bringen möchte. Der Mensch, der zurzeit in einer Situation sich befindet, in der er auf einem Ast sitzt, der schon fast durchgebrochen ist und fleißig sägt und sägt, den Ast der Menschheit ganz abzusägen, bis alles zu Boden stürzt. Es gibt keinen anderen Weg der Loslösung, der Befreiung, als eine radikale, totale Metanoia, eine Umkehr im Bewusstsein der Menschheit. Auf dass der Mensch nicht mehr so unbewusst mit den Dingen umgeht. Menschen, die nur noch nach äußerem Besitz, äußeren Vergnügungen, nur noch dafür leben, dass sie ihren Gefühlen, ihren Empfindungen frönen und dabei den Sinn für das Schöne, für das Wesentliche in der Natur verloren hat. Dies nicht zuletzt aus dem Grund, weil der Mensch den Zugang zu der inneren Quelle des Lebens, das allem Leben Leben gibt, verloren hat. Er nimmt die Dinge nur noch äußerlich wahr. Rechnend, unterscheidend, differenzierend. Aber der Mensch hat die lebendige Wahrnehmung verloren. Und nur in der lebendigen Wahrnehmung, wenn deine Wahrnehmung lebendig ist, hast du die Möglichkeit, Leben, göttliches Sein in der Fülle der Schöpfung wahrzunehmen. Dies ist ja wesentlich, dass die Menschen sich wieder ihrem inneren göttlichen Grund zukehren. Denn dieser göttliche Grund ist die Kraft der göttlichen Liebe und der Gnade. Und ohne diese Wirkkraft der göttlichen Liebe und der Gnade sehe ich keine Möglichkeit der Rettung für die Menschheit. Darum ende ich meine Worte mit einem kurzen Gebet aus den indischen Upanishaden. Du, O Brahman, du Herrlichkeit des göttlichen Lichts, der du das reine Sein über allem Sein bist, der du die Liebe bist, von der Dunkelheit führe uns zum Licht. Vom Nichtsein führe uns zum Sein und vom Tode führe uns zur Unsterblichkeit. Aum Ahum. So sei es.